nächste Rednerin, die Chefin des Tiroler Roten Kreuzes, Alexandra Tanda. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause vor den Bildschirmen. Als eine der letzten Rednerinnen zum Gesundheitsbudget möchte ich nochmals die so wichtigen Leistungen der Bundesregierung, welche sich ganz klar in diesem Budget widerspiegeln, hervorstreichen. Auch wenn die Opposition in einer für dieses Hohe Haus oft beschämenden und unwürdigen Sprache moniert, dass alles schlecht sei, muss sich wahrscheinlich selbst die Opposition im Innersten zugestehen, die Steigerung des Budgets ist gut und richtig und vorbildlich. Die Zahlen haben wir heute schon sehr oft gehört. Ich wiederhole sie trotzdem noch einmal. 1,8 Milliarden Euro. Das ist nicht nichts. Und auch die 600 Millionen Euro Steigerung, wenn man das bedenkt, das sind 50% im Vergleich zum Vorjahr. Auch das ist nicht nichts. Diese Erhöhung ist so aus vielerlei Gesichtspunkten nicht nur wichtig, sondern unerlässlich gewesen. Natürlich insbesondere zur Pandemiebekämpfung, zur Schadensvergütung nach dem Epidemiegesetz und so weiter. Die 426 Millionen Euro haben wir heute auch schon öfter gehört. Besonders hervorheben möchte ich aber auch die 120 Millionen Euro, die impfstoffgebunden sind. Man sieht daran, wie wir auch heute gerade vorher vom Herrn Bundesminister gehört haben, dass das eine richtige Herangehensweise war, die sehr zukunftsorientiert ist und einen Budgetposten hat, der auch in die Gesundheitsvorsorge geht und in die Zukunft geht. Dieses Budget ist unter den schwierigsten Voraussetzungen gemacht worden und es ist mit großer Verantwortung gemacht worden. Es betrifft nicht nur die fordernde Zeit, die wir jetzt erleben, sondern es ist auch in die Zukunft gerichtet. Denn auch anstehenden Zukunftsthemen unter Gesundheitsvorsorge wird in diesem Budget Rechnung getragen werden. Betonen möchte ich hier die Entwicklungen im Bereich E-Health, die unbedingt forciert werden. Nun, Gender-Aspekte, die heute noch gar nicht zur Sprache gekommen sind, haben Platz in diesem Budget. Gender-Aspekte eben im nationalen Krebsprogramm der Forschung, der Diagnostik und in der Therapie werden diese berücksichtigt. Und ganz besonders auch der gleichberechtigte Zugang von Frauen und Männern zur Gesundheitsvorsorge. Denn wie wir wissen, Männer sind da etwas nachlässig in diesem Thema. Und um nochmals diese Notwendigkeit eines guten Budgets für die Gesundheit zu verdeutlichen. Wir haben, Gott sei Dank, eines der besten der Welt. Der Kollege hat auch schon bereits über die Intensivbetten gesprochen. Mit 28,9 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner haben wir die höchste oder eine der höchsten Versorgungsdichten weltweit. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir an dieser Spitze bleiben. Mit diesem Budget ist das möglich. Danke vielmals.